So, hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Diesmal sind wir bei einem Vault Run dabei. Wir machen also einen Wrack-Auftrag und natürlich machen wir dann eine Auslöschung, weil die am, sagen wir, geeignetsten zum Suchen ist. Und ja, rennen halt am besten zu viert, wir sind nur zu dritt durch die Gegend und suchen nach ihm. Burukin-Tresor, der mit einem bestimmten Schlüssel geöffnet wird. Diese Schlüssel haben jeweils Nachteile. Der Blutende macht zum Beispiel 75% weniger Leben. Der Gebundene macht 75% langsamer. Der Zerfallene macht 75% weniger Schild und der Gelöschte 75% weniger Schaden. Also alles nicht so vorteilhaft, deswegen sollte man die nur mitnehmen, wenn man sie wirklich haben will. Also quasi für Vault-Missionen oder für ganz bestimmte Anlässe. Ja, wenn man zum Beispiel eine Blessing Trinity spielt, also eine, die auf Segen baut, dann kann man die Schildverringerung mitnehmen, weil man sich ja sowieso auf 1% HP runtersprengen möchte. Da braucht man nicht Unmengen Schild. Jo. Jetzt sind auch alle da und wir können im Prinzip los. Der Burukin-Tresor kann irgendwo sein, also das ist, er ist irgendwo in diesem Level und bei irgendeinem Durchgang, aber wo genau steht vorher nicht fest. Also klar, fürs System steht das fest, er hat die Karte geschrieben, aber wir wissen es nicht und es ist auch eigentlich nicht vorherzusagen. Deswegen haben wir das so gemacht, dass wir eine Walküre mit minus Schild ausgerüstet haben, eine Walküre mit minus Leben. Und der kleine Excalibur, der mitläuft, der hat noch nichts anderes an Warframes, deswegen ist der mit dem Gebundenen unterwegs. Ich empfehle das auch so zu machen, also einer sucht, einer beschützt und einer ist halt langsam und einer macht keinen Schaden. Also, man sollte dann auf jeden Fall entweder den mit wenig Schaden und extrem langsam zusammenlassen oder noch besser drei zusammenlassen und einer geht vor und tötet. Ja. Diese Vault Keys, die man da erstellen muss, die baut man mit einem T-Key, also mit einem Void-Schlüssel. Am besten nimmt man dafür natürlich T1, weil es macht keinen Unterschied, ob man einen Stufe 1 Turm nimmt oder einen Stufe 4 Turm. Schlüssel. Ne, auch macht es keinen Unterschied, ob man Auslöschung oder Verteidigung nimmt oder so. Es ist einfach immer derselbe Schlüssel, den man herstellt, nur dass man dafür einen Void-Schlüssel bekommen muss. Ja, was man halt so am meisten hat und am leichtesten farmen kann. Da ist schon der Tresor. Wir haben den Blutenden, das ist dann meiner. Da sieht man jetzt an meinem Leben, dass da ordentlich was zugekommen ist. Und so sieht das im Tresor aus. Das ist übrigens eine große Excalibur-Statue. Zumindest in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob auch andere sein können. Wir haben jetzt 5-mal in Folge Excalibur gehabt, eigentlich 6-mal in Folge. Und was mir hierbei entfallen war, wer auch immer diese goldene Glitzern vor der Excalibur-Statue aufsammelt, der kriegt einen weiteren Debuff. Also wenn jemand Pech hat und you have the vault artifact. Let's go. It appears that you've triggered security. The corrupted are here. Ja, da sieht man gerade eine kleine süße Katze, die neu sind. Also es hätte jetzt auch mit Pech sein können, dass Mysti ein Slow und halt das Schildverringerung hat, was sie da hat, oder ja, sie hat das. Oder dass Airhawks eine Verlangsamung zu seiner Verlangsamung bekommen hätte. Dann wäre er um 75% verlangsamt und danach nochmal um 75% verlangsamt. Deswegen ist es eigentlich vorteilhaft, wenn man den, der sein Key losgeworden ist, auch das Ding plündern lässt.
wenn man jetzt sagt, Gebundene sind nervig und derjenige, der die Gebundenen gerade hat, möchte ihn unbedingt loswerden, kann das natürlich auch jemand anders machen. Ja, man sollte es auf jeden Fall vorher entweder so machen, dass, also absprechen und dann so machen, dass entweder der den Schlüssel losgeworden ist, das macht. Oder jemand, der jetzt sagt, oh, ich habe unglaublich schlechte Ausrüstung, ich habe keine Mods drin und laufe nur zum Leveln hinterher. Der kann dann natürlich auch völlig problemlos die zusätzlichen Debuffs auf sich nehmen, weil der zum Leveln mitläuft, der wird nicht viel Schaden machen. Der, also wenn er weder Warframe noch Waffen hat, die gelevelt sind. Oder wenigstens ansatzweise gelevelt sind. Dann hat man halt ein vollständiges Gruppenmitglied, das Schlüssellose und zwei relativ einsatzfähigen und einen, der meist total lahmgelegt ist. Aber ja, zum Rest der Mission, das ist jetzt eine ganz normale Auslöschungsmission geworden. Also macht jetzt hier keinen großen Unterschied mehr zu anderen Auslöschungsmissionen, außer natürlich, dass wir auf einem Wrack sind. Also wir treffen hier auf Korrumpierte, auf Korpus, Grenier, Befallene, auf alles. Und wie man an den Katzen sieht, sogar auf neutrale Wesen. Das ist übrigens jetzt auch die einzige Stelle, wo ich diese Katzen, diese neuen Creeps, gefunden habe, außerhalb der, wie heißt das, Inaros Mission. Also die habe ich jetzt nur bei der Inaros Mission und hier diesen Wracks gesehen. Die zählen auch nicht zu den zu tötenden Mobs, man muss aber dazu sagen, die werden schon ziemlich aggressiv, wenn man einfach nur versucht, sie zu scannen. Also wenn man nichts tut, dann sind die ganz friedlich und greifen nur Gegner an. Wenn man versucht, sie zu scannen, werden sie aggressiv. Und da sie im Ruhemodus unsichtbar sind und meist auch in Rudeln auftreten, dann ja. Also auch wenn meine Valkyrie 1020 Rüstung hat oder 1050 oder was ist das, mit 300 Schild und 150 Leben wird man da teilweise gewonnen. Wenn sie einen schlecht erwischt. Also die haben schon in den Wracks hier locker ihre 700 Pfund Schaden, die sie machen. Das muss man ja doch durch die oder wegen der Valkyrie-Rüstung verringern. Aber harmlos sind sie nicht. Was hier auch noch extrem nervig ist, man trifft diese Katzenbeschwörer, die ja, quasi zweiten Napalms. Die neuen Mobs hier, und da hat man teilweise das Problem, dass sie durchdecken und durch den Boden durch Flammenteppiche liegen und man irre Schaden bekommt und gar nicht weiß woher, wenn nur weil irgendwo ein Brandteppich gelegt hat oder gerade mal ein Flammenwerfer auf den Boden hält. Ja. Was kann man noch sagen? Wir sind ja schon fast durch. Es gibt hier, wie in den normalen Void-Türmen, auch Parkour-Häuser, Räume. Und die sind dann leicht abgewandelt. Ja, mit Sachen sind kaputt, Sachen funktionieren nicht, Türen gehen nicht auf oder nicht zu. Laser setzen aus oder auch nicht. Manchmal sind die Originaltüren auch total von diesen Ranken zugewachsen, die hier überall sind. Und man muss sich dann Alternativwege suchen. Bei dem, den wir hier schon zweimal gefunden haben, das ist der Lauf möglichst schnell durchraum. Ja, das sind alle. Startet mit eine Brücke wird eingezogen, die man durch eine Glaswand sieht und so weiter. Jeder, der es sieht, wird es wissen. Wenn man dann auf einen Bodenschalter tritt, geht die Tür links von einem auf und man kommt in einen Raum, wo erstmal drei Laser durch den Raum strahlen. Die haben wir jetzt einmal komplett durchgemacht. Also einfach nur möglichst schnell durch. Und ja, nichts an Loot gegeben. Also, ob man hier jetzt wirklich alles absuchen muss, weiß ich nicht. Das kann man natürlich gerne machen, besonders weil es hier die Lefantis nach Koordinaten gibt, die nicht kostet.
und ja, Nanospuren, Neuronen, immer schick. Außerdem hat man ja 6500 dafür bezahlt, um in die Mission reinzukommen. Da kann man wirklich auch alles mitnehmen, mit möglichst wenig Verlust wieder rauszukommen. Wenn man das durch 3 teilt, also wenn jeder einen Key spendet, der dann einen Run macht, dann ist das Ganze natürlich nicht so dramatisch, weil die Mission gibt 3000 Bonus für Abschluss und man findet durchschnittlich 3000 bis 4000 Credits in der Mission. Heißt, man kommt mit plus minus 0 raus, ungefähr. Wenn man es nicht ganz so gründlich absucht, mit ein bisschen Minus, so 1000 Credits. Wenn dann aber noch 2 Runs gemacht werden, ohne dass man selber den Key dafür stiftet, dann ist das schon gut. Den Schlüssel zu bauen kostet 5 NAV-Koordinaten, die man ja überall findet, 2500 Nanosporen, 80 Polymerbündel und 750 Bergenkleber. Und wenn man das durch, wenn man Key-Sharing zu dritt macht, also dass man 3 Runs macht und jeder gibt einen Key, dann ist das auch kein Problem, die Nanosporen dabei wieder rauszukriegen. Ihr habt gerade noch gesehen, warum ich gerne mit Valkyrie hier drin bin. Es ist einfach so, dass man mit Reißleine wirklich gut Leute nachziehen kann. Geht natürlich auch mit einer Nova und mit Portalen. Oder die Excaliburen können durchdashen. Es gibt viele verschiedene Warframes, aber Valkyrie ist so mit dem Komplettpaket und Verwundbarkeitsulti, Lifesteal, doch eigentlich sehr geeignet für diese besonders Auslöschungsmission. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und es hat euch gefallen. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!